Anlässlich der kommenden Landtagswahl am 6. Juni haben wir, die lokalen Gruppen von Amnesty International in Sachsen-Anhalt, alle demokratischen Parteien eingeladen, um mit uns über menschenrechtlich relevante Themen zu sprechen. Die Fragen wurden in Absprache mit Themenexpertinnen von Amnesty zusammengetragen und formuliert. Zu unseren Schwerpunkten gehören die Themen Asyl, Diskriminierung, Bildung und Polizei. Wir freuen uns heute, Katja Pehle, Direktkandidatin der SPD in Halle, in unserem Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Pehle. Hallo. Dann beginnen wir mit dem ersten Themenkomplex Asyl. Ja. Genau, die ersten Fragen beziehen sich da auf faire und sorgfältige Asylverfahren. Um Schutzansprüche zu ermöglichen, ist es wesentlich, dass Asylsuchende Zugang zu einem fairen Asylverfahren sowie qualifizierte Beratung haben. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Vereinbarung zwischen Land und BAMF, dass Asylsuchende eine unabhängige, teilweise vom Land finanzierte Beratung durch die Wohlfahrtsverbände erhalten können. Würden Sie sich für ein solches Verfahren zur Gewährleistung unabhängiger und qualifizierter Beratung aussprechen? Es gibt in Sachsen-Anhalt ja schon in der Erstaufnahmeeinrichtung staatlich unabhängige Beratungsangebote, die wir auch vom Land weiterhin unterstützen wollen. Die sind wichtig, um tatsächlich den Menschen, die bei uns ankommen, auch von nichtstaatlicher Seite eine qualifizierte Beratung zur Verfügung zu stellen. Welche Maßnahmen müssten Ihres Erachtens ergriffen werden, um eine Qualitätssicherung der Asylverfahren hinsichtlich Kultur, Sprach- und religionssensibler Kriterien sicherzustellen? An der Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Verfahren ja auf der Bundesebene angesiedelt sind. Das BAMF ist da quasi handlungsleitend, sodass wir tatsächlich nur als Land an diesen Stellen, zum Beispiel bei Kontakten in der Erstaufnahmestelle, selber mitschauen können, inwieweit dort Vorkommnisse stattfinden. Über die muss gesprochen werden. Wir haben in unserem Wahlprogramm auch insgesamt gesagt, wir müssen an allen Stellen in der Gesellschaft dafür sorgen, dass wir in eine Diskussion über also frei von Rassismus begleiteten Dialog und Kommunikation eintreten, dass wir hier einfach eine Qualifizierung auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung anstreben. Das ist das, was wir hier im Land tun können. Das wollen wir auch tun. Und ansonsten, wenn es da Vorkommnisse gibt, die das BAMF betreffen, müssen wir als Land Mittler sein. Alles klar. Die nächsten Fragen beziehen sich auf Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete. Deutschlandweit finden Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete statt, an denen sich Sachsen-Anhalt beteiligt. Die Rückführungen stellen einen Verstoß gegen geltendes Völkerrecht dar, denn es ist nach der Europäischen Menschenrechtskonvention verboten, Menschen in Länder zurückzuschicken, in denen ihnen Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung droht. Daher die Fragen an Sie: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt werden? Auch hier ist es leider so, dass der Bund derjenige ist, von dessen Seite aus Abschiebungen quasi angesetzt werden. Das Land ist hier ausführendes Organ. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich aktuell Abschiebungen nach Afghanistan für falsch halte. Wir müssen tatsächlich auf Bundesebene erreichen, dass die besondere Situation in Afghanistan quasi täglich neu bewertet wird, um einzuschätzen, ob tatsächlich Abschiebungen möglich sind oder ob der Zustand im Land es verbietet, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Insgesamt zum Thema Abschiebung nur ein kurzer Satz. Bevor wir zu Abschiebungen kommen, wollen wir in Sachsen-Anhalt eher auf das Prinzip der freiwilligen Rückkehr setzen. Abschiebung ist etwas, was wir tatsächlich versuchen wollen zu vermeiden, wenngleich wir wissen, dass es nicht komplett vermeidbar ist. Und welche Position vertritt Ihre Partei zu Abschiebungen nach Syrien? In Syrien wissen wir, dass wir immer noch Kriegszustand haben, dass es tatsächlich dort auch quasi Gefährdung von Menschen gibt. Deswegen lehnen wir eine Abschiebung nach Syrien unter den aktuellen Bedingungen ab und wir sitzen auch darauf, dass Menschen, die aus Syrien zu uns kommen, in das vereinfachte Asylverfahren übergeleitet werden. Das heißt, dass sie automatisch einen Anspruch haben, hier in Deutschland erstmal zu bleiben. Alles klar.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Abschiebehaft. Durch einen Beschluss der Landesregierung Sachsen-Anhalts werden seit dem 5.1.2020 Abschiebehäftlinge in regulären Gefängnissen untergebracht. Sachsen-Anhalt ist derzeit das einzige Bundesland, das von dem geordnete Rückkehrgesetz der Bundesregierung Gebrauch macht, welches den Paragraphen 20a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes temporär aussetzt. Plant Ihre Partei an dieser Praxis, Abschiebehäftlinge im regulären Strafvollzug unterzubringen, festzuhalten? Deutlich nein. Die quasi Menschen, die aufgrund der bevorstehenden Abschiebung untergebracht werden müssen, gehören nicht ins Gefängnis. Der Ausbau der Haftanstalt oder ehemaligen Haftanstalt in Dessau ist durch die Landesregierung gestoppt worden, weil die Finanzierung nicht sichergestellt war. Wir brauchen hier eine andere Alternative. Die liegt aktuell noch nicht auf dem Tisch. Deswegen setzen wir zum Beispiel auch auf Gespräche mit anderen angrenzenden Bundesländern, weil wir im Zweifel sind, ob Sachsen-Anhalt tatsächlich eine eigene Unterbringung von Abschiebehäftlingen braucht. Das werden wir aber tatsächlich in der nächsten Legislatur besprechen müssen. Okay. Die nächsten Fragen beziehen sich auf die freiwillige Aufnahme und Resettlement. Seit Jahren leben tausende geflüchtete Menschen in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln. Moria ist zum Sinnbild dieses Grauens geworden. In Sachsen-Anhalt haben sich mehrere Kommunen zur freiwilligen Aufnahme der Geflüchteten bereit erklärt. Resettlement bezeichnet außerdem das Programm des UNHCR, welches besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, die im Erstaufnahmeland keine Perspektive haben, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in einem anderen Land zu gewähren. Die Fragen an Sie: Setzen Sie sich dafür ein, dass sich Sachsen-Anhalt zur freiwilligen Aufnahme von Geflüchteten aus den griechischen Elendslagern bereit erklärt? Wir brauchen einen sicheren Hafen im doppelten Wortsinn für die Menschen, die auf der Flucht sind und die in Not sind. Das Lager Moria ist da leider wirklich das schlimmste Beispiel, was uns alle bewegen muss. Und deshalb ist ganz klar, dass wir uns in Sachsen-Anhalt auch zur Aufnahme von Flüchtlingen bekennen und uns auch zur Verantwortung der Europäischen Union bekennen, an dieser Stelle tätig zu werden. Und ich ganz persönlich, das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung, finde das, was man in Moria leider immer noch sehen muss, wirklich eine humanitäre Katastrophe und kann es kaum glauben, dass wir tatsächlich in der Europäischen Union noch nicht geschafft haben, an dieser Stelle zu handeln, und zwar im Sinne der Menschen. Setzen Sie sich dafür ein, dass Sachsen-Anhalt für Personen, die vom UNHCR als besonders schutzbedürftig eingeordnet sind, zusätzliche Resettlement-Plätze bereitstellt? Diese Frage geht ja in eine ähnliche Richtung. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir insbesondere, auch das hat uns Moria leider gezeigt, insbesondere bei Frauen und Kindern schneller, viel, viel schneller handeln müssen und sie aus dieser Lage auch befreien müssen. Von der Warte her setze ich darauf, dass wir auch in Sachsen-Anhalt unserer humanitären Verpflichtung an dieser Stelle nachkommen. Aber wir brauchen auch eine Lösung auf der europäischen Ebene, oder zumindest auf der Bundesebene. Sachsen-Anhalt alleine kann hier kaum handeln, sondern wir brauchen hier ein klares Durchbrechen der aktuellen Regularien auf der Bundesebene, um handeln zu können. Alles klar. Ich möchte dann noch mit Ihnen über die Aufnahmeeinrichtung sprechen. Asylsuchende sind bis zu 18 Monate verpflichtet, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Es handelt sich um sehr große Einrichtungen, in denen die BewohnerInnen dazu gezwungen sind, auf engstem Raum und ohne Privatsphäre zusammenzuleben, was erhebliches Konfliktpotenzial bietet. Soziale Teilhabe, medizinische Versorgung sowie effektiver Schutz vor Corona-Infektionen und der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten sind dort nur eingeschränkt möglich. Welche Pläne hat Ihre Partei für die Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen-Anhalt in Bezug auf eine medizinische Versorgung, die mehr als nur Akut- und Schmerzbehandlung ist? An dieser Stelle geht es ja tatsächlich auch um die Frage, wie gehen wir insgesamt zum Teil mit
Menschen, die quasi im Asylverfahren sind, aber auch mit anderen Menschen in Deutschland um, die quasi keine reguläre Krankenversicherung haben. Hier gibt es verschiedene Modelle. Gerade auch hier in meiner Heimatstadt in Halle gibt es das Medinetz, das da aktiv ist und die auch mittlerweile berichten, dass der Zustrom zu ihnen immer größer wird aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Deshalb setzen wir uns an der Stelle für ein Modellprojekt ein, das tatsächlich Behandlungsgutscheine ausgibt und dass wir hier tatsächlich auch aktiv werden können. Ich glaube, dass insbesondere für die Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung hier ein anderer Zugang zu medizinischer Versorgung sichergestellt werden muss. Für welche Maßnahmen wird sich Ihre Partei zur bedürfnisorientierten Versorgung in Aufnahmeeinrichtungen einsetzen? Grundsätzlich ist es unser Interesse, auch wenn wir sagen, natürlich brauchen wir auch die Erstaufnahmeeinrichtung, aber eigentlich die Menschen aus der Erstaufnahmeeinrichtung schneller auch auf die Kommunen zu verteilen. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil damit natürlich auch andere Versorgungen anders abgedeckt werden können. Versorgung, die ich meine, zum Beispiel, ist auch eine Frage von Zugang, Zugang zu Bildung, insbesondere bei Kindern, sowohl in der Kindertagesstätte als auch in der Schule. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, der zwar auch in der Erstaufnahmeeinrichtung stattfindet, aber nur eingeschränkt. Mit der schnelleren Umverteilung auf die Kommunen könnte hier tatsächlich ein anderer Ansatz gefahren werden, der für eine schnellere und stärkere Integration der Menschen sorgen kann. Werden Sie sich für eine Erhöhung der finanziellen Förderung der psychosozialen Zentren in Halle und Magdeburg durch das Land einsetzen? Ist ebenso ein wichtiger Bereich, den wir uns anschauen werden, wie tatsächlich die quasi psychosoziale, will auch sagen, die Traumabehandlung von vielen Menschen, die durch Flucht zu uns gekommen sind, besser gewährleistet werden können. Ich weiß, dass in Magdeburg das Projekt, das dort läuft, sehr gut gestartet ist, sehr gut angenommen wird. Und deswegen setzen wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall für eine Verstetigung ein. Sollte es weiter erhöhtere Bedarfe geben, muss darüber tatsächlich in Haushaltsverhandlungen gesprochen werden. Welche Pläne hat Ihre Partei für die Aufnahmeeinrichtungen zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung, Bildung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher? Das ist genau dieser Punkt. Ich glaube, dass tatsächlich Familien, Mütter mit Kindern schneller auch aus der Erstaufnahmeeinrichtung auf die Kommunen verteilt werden müssen, um dort tatsächlich Integration über die ganz normalen Einrichtungen, die auch wir in unserer Gesellschaft mit Kindern jeden Tag nutzen, zu gewährleisten. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich wichtig, den Kindern hier eine Perspektive zu geben, die jenseits der Erstaufnahmeeinrichtung liegt, denn wir alle wissen, Integration findet quasi im normalen Leben statt und nicht vorrangig über Kurse. Die sind wichtig, die sind auch notwendig und die sollen auch stattfinden, aber der eigentliche Weg ist die Integration in einer Stadtgesellschaft. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Themenschwerpunkt. Da geht es um Polizei. Die erste Frage bezieht sich auf die Sensibilität der Landespolizei für Diskriminierung. Aufgrund ihrer wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben und ihrer besonderen Stellung ist eine Auseinandersetzung mit den Themen Diskriminierung und Diversität für PolizistInnen besonders wichtig. Wie wollen Sie dafür Sorge tragen, dass PolizeibeamtInnen in der Ausbildung Diskriminierungssensibilität als Kernkompetenz vermittelt und die Sensibilität kontinuierlich im Rahmen von Fortbildungen erweitert wird? Ich glaube, es ist schon mal sehr gut, dass an der Fachhochschule der Polizei mittlerweile ja nicht nur gestandene Polizistinnen und Polizisten die Anwärter unterrichten, sondern dass dort zum Beispiel auch über die Einbindung von Soziologen ein anderer Aspekt in die Polizeiausbildung einfließt. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Die Vorkommnisse in der Bereitschaftspolizei haben uns ja leider sehr deutlich vor Augen geführt, welche Aufgabe wir auch in Sachsen-Anhalt haben. Und wir müssen diese Aufgabe auch annehmen. Deshalb, wie gesagt, erstens klares Signal für die Ausbildung an der Polizeifachhochschule mit einer auch verstärkten Orientierung auf
Geisteswissenschaften mit dem klaren Aspekt der Vermittlung von diskriminierendem Verhalten und auch Methoden, um sich nicht diskriminierend zu verhalten. Wir haben außerdem insgesamt in der Gesellschaft einen großen Bereich der Sprache, wo wir einfach diskriminierungssensibler miteinander umgehen müssen. Das ist eine Aufgabe von Fortbildung in allen öffentlichen Bereichen, nicht nur bei der Polizei, wenngleich die Aufgabe hier besonders wichtig ist. Und deshalb nehmen wir uns vor, tatsächlich über Fortbildung in allen Stellen geschlechtersensible, diskriminierungsfreie Sprache den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beamtinnen und Beamten näher zu bringen, das auch quasi auch als Land in Anführungsstrichen einzufordern, nämlich mit der Aussage, dass es dem Land in seinen Stellen wichtig ist. Und einen wesentlichen Punkt will ich noch anführen. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Polizistinnen und Polizisten tatsächlich ja unter hohem Druck ihre Arbeit auch verrichten. Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich auch das Angebot für Mediation, um tatsächlich auch aus Erfahrungen, die man im Dienst macht, und es sind nicht gute Erfahrungen zum Teil, das muss man sagen, dass man hier tatsächlich auch individuell Bearbeitungsmechanismen entwickeln kann, um aus negativen Erfahrungen nicht einen diskriminierenden Umgang ableiten zu müssen. Die nächste Frage bezieht sich auf unabhängige Untersuchungsmechanismen bei vermutet rechtswidrigem Polizeiverhalten. Internationale Menschenrechtsgremien empfehlen Deutschland die Einrichtung von unabhängigen Stellen zur Untersuchung von Beschwerden gegen mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige der Polizei. Die Frage an Sie: Werden Sie eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle einrichten? An der Stelle möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass ich es nicht nur schade, sondern wirklich äußerst schwierig finde, dass das avisierte Gutachten zu Diskriminierung, Antisemitismus in der Polizei in Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit Niedersachsen nicht zustande gekommen ist. Das wäre zum Beispiel tatsächlich auch eine Untersuchung gewesen, um an verschiedenen Stellen auch Mechanismen aufzudecken und auch zu schauen, welches Verhalten dann manchmal auch an den Tag gelegt wird. Diese Möglichkeit hatten wir jetzt nicht. Worüber geht es jetzt? Um die Polizeibeschwerdestelle? Ja, wir haben in unserem Wahlprogramm eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle auch aufgeführt mit einem quasi Beauftragten, der bei der Polizei auch installiert werden soll, um tatsächlich sowohl innerhalb der Polizei, aber auch für Bürgerinnen und Bürger Anlaufstelle zu sein und solche Vorkommnisse aufzuklären. Die nächsten Fragen beziehen sich auf die Untersuchung zu institutionellem Rassismus und Diskriminierung in der Polizei und in der Justiz. Innenminister Michael Richter beendete im Dezember 2020 die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen NSU-Sonderermittler Jerzy Montag im Rahmen der Sonderkommission zur Aufklärung antisemitischer Vorfälle und stoppte die Beteiligung Sachsen-Anhalts an der niedersächsischen Studie zu Rassismus in der Polizei. Unsere Fragen an Sie: Wird sich Ihre Partei für eine unabhängige Untersuchung von rechtsextremistischen, rassistischen und antisemitischen Einstellungen innerhalb der Sicherheitsbehörden und Justiz einsetzen? Wie ich gerade schon gesagt habe, dass diese Zusammenarbeit aufgekündigt wurde, das war für uns wirklich nicht verständlich und ich halte das auch für falsch. Wir brauchen tatsächlich, wenn wir denn aktiv etwas gegen solche Tendenzen auch in der Polizei tun wollen, brauchen wir erstmal eine Aufhellung quasi des Feldes, um zu wissen, wo sind die Ansatzpunkte, wo findet man vielleicht auch quasi Herleitungen, wo diese Einstellungen herrühren. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir eine solche Untersuchung brauchen. Ich setze allerdings darauf, dass wir das nicht nur für Sachsen-Anhalt tun, sondern mindestens im Zusammenspiel der Bundesländer, wenn nicht sogar auch auf der Bundesebene, denn es ist kein Phänomen allein der sachsen-anhaltischen Polizei. Wird Ihre Partei einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den drei ungeklärten Todesfällen von Uri Jalloh im Jahr 2005, Mario Bichtemann 2002 und Hans-Jürgen Rose aus dem Jahr 1997 im Polizeirevier Dessau-Roßlau fordern oder einer solchen Forderung zustimmen?
Wir haben als SPD-Landesverband schon vor einiger Zeit deutlich gemacht, dass der Bericht, der ja auch mit Hilfe von Jerzy Montag über die Vorkommnisse rund um den Tod von Uri Jalloh untersucht wurden, dass uns dieser Bericht doch noch nicht alle Fragen beantwortet hat, weil bestimmte Kompetenzen eher einem Untersuchungsausschuss zugerechnet sind als einem Gremium oder als zwei Personen, die als Sonderermittler an dieser Stelle oder Sonderaufklärer tätig waren. Und deshalb unterstützen wir die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der sich tatsächlich mit diesen Abläufen und welche Verwaltungsschritte wurden an welchen Stellen gegangen, welche Folgen hatte das und zu welchem Ergebnis ist das geführt, der sich damit beschäftigt, ja. Alles klar. Ich möchte jetzt mit Ihnen über den Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten, sogenannten Tasern, reden. Immer mehr Bundesländer schaffen Rechtsgrundlagen für den Einsatz von den sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten, umgangssprachlich Taser genannt. Die Frage an Sie: Wird sich Ihre Partei für oder gegen einen Einsatz oder eine Testphase von Tasern einsetzen? Ich glaube tatsächlich, dass an vielen Stellen der Einsatz eines Tasers das in Anführungsstrichen weniger invasive Mittel ist als zum Beispiel der Gebrauch der Schusswaffe. Deshalb muss man den Einsatz von Tasern tatsächlich abwägend beurteilen. Es geht natürlich nur, wenn dahinter oder davor eine Schulung von Polizeibeamtinnen und Beamten steht. Auch das Üben, an welchen Stellen ist dieses Gerät auch einzusetzen. Und es muss auch klare Regeln geben, an welchen Stellen kann er eingesetzt werden und an welchen Stellen kann er nicht eingesetzt werden. Aber wie gesagt, grundsätzlich sehen wir das als eine Möglichkeit, um quasi dem Polizist, dem Polizisten auch die Möglichkeit zu geben, sich zur Wehr zu setzen, sich zu verteidigen. Aber es muss tatsächlich mit Weiterbildung und Fortbildung einhergehen. Das nächste Thema ist der Einsatz von Bodycams. Seit September 2017 laufende Modellversuch zum Einsatz von Bodycams in Sachsen-Anhalt ist nun abgeschlossen. Der Abschlussbericht der Polizei ergab, dass die Verwendung zum Teil eher eine eskalierende Wirkung haben könnte als das erhoffte Gegenteil. Daher die Frage an Sie: Wird sich Ihre Partei für oder gegen einen weiteren Einsatz von Bodycams einsetzen? Auch wenn der Abschlussbericht der Polizei praktisch oder wenn der schon vorliegt, ist es trotzdem noch eine offene Diskussion. Denn neben dem Einsatz der Bodycams tatsächlich in der akuten Situation, was bewirkt es, was bewirkt es nicht, was kann es nicht verhindern, aber was verhindert es auch, sind tatsächlich weitreichende rechtliche Fragen zu klären. Zum Beispiel, wie geht man mit den Materialien um, die dort gefilmt werden? Nach welchem Zeitraum werden sie gelöscht? In welchen Zusammenhängen werden die Bodycams zum Einsatz gebracht? Sprich, brauche ich zum Beispiel auch eine längere Voraufnahmezeit, um einen Vorfall zu beurteilen? Erzeuge damit natürlich aber auch mehr Material, was quasi keinen strafrechtlichen Relevanz, keine strafrechtliche Relevanz hat. Und diese Fragen müssen in eine Evaluierungsphase des Versuches einfließen und müssen diskutiert werden. Ich gehe davon aus, dass man bei diesem Thema auch eine Abklärung zwischen den einzelnen Bundesländern braucht, dass man hier tatsächlich nicht als Sachsen-Anhalt allein tätig wird, sondern dass es hier auch einen verfestigten Mindeststandardrahmen gibt, der von vielen Bundesländern mitgetragen wird. Alles klar. Dann würde ich jetzt überleiten zum nächsten großen Themenkomplex mit dem Schwerpunkt Bildung, insbesondere Menschenrechtsbildung. Die ersten Fragen beziehen sich da auf die Überarbeitung der Schwerpunktsetzung in den Lehrplänen. Die Achtung der Menschenrechte ist für das Zusammenleben in Deutschland, aber auch weltweit von zentraler Bedeutung. Es ist daher wichtig, in unseren Bildungseinrichtungen umfassend über die Menschenrechte, ihre Bedeutung und auch ihren Schutz zu informieren und zu sensibilisieren. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass den Menschenrechten eine zentrale Bedeutung bei der Erarbeitung von kompetenzbasierten Rahmenlehrplänen für alle Schulformen eingeräumt wird? Ganz klar, unsere Schulen
müssen das Thema Menschenrechte, Wahrung der Menschenrechte und auch nochmal in der Sonderform von Kinderrechten in ihrer Arbeit mit einbeziehen. Das ist extrem wichtig. Wir setzen alle darauf, dass unsere Gesellschaft getragen wird von Menschen, die A, sich ihre Rechte bewusst sind, die aber auch wissen, wie unser demokratisches System funktioniert und dass die Rechte, die ich für mich selber in Anspruch nehme, natürlich auch den anderen zustehen. Und die Schulen insgesamt haben hier eine große, große Aufgabe. Und ich muss ganz deutlich sagen, es fällt für mich auch in diesen Bereich. Ich glaube, wir müssen insgesamt mehr dafür tun, dass es an unseren Schulen mehr Bildung im Sinne von Bildung über die Menschenrechte, politische Bildung und auch im Bereich der Nachhaltigkeit gibt. Setzen Sie sich dafür ein, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in den Kanon der grundlegenden Wissensbestände in allen Schulformen aufgenommen wird? Ja, tue ich, weil ich glaube, es tatsächlich wichtig ist, auch für das gesellschaftliche Zusammenleben, dass man weiß, worauf sich die internationale Staatengemeinschaft mit den Menschenrechten verständigt hat. Dann kommen wir jetzt zu der Aus- und Weiterbildung von Lehrenden. LehrerInnen kommen bei der Vermittlung der Menschenrechte eine entscheidende Rolle zu. Welche Möglichkeiten sehen Sie, der Menschenrechtsbildung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrenden eine stärkere Gewichtung zu geben? Die Frage schließt ja an die Frage, die da vorgestellt wurde, an. Wenn wir darauf setzen, dass unsere Schulen Schulen der Demokratie sind, die auch quasi das weltoffene und diskriminierungsfreie Zusammenleben unterstützen, dann müssen natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzt werden, das in ihrem Schulalltag auch zu vermitteln. Und dabei spielt es nicht nur eine Rolle, ob ich das im Sachkundeunterricht tue, sondern eigentlich ist jedes Unterrichtsfach dafür der richtige Ort. Und deshalb ist es tatsächlich auch eine Aufgabe, in diesem Bereich Aus- und Weiterbildungsangebote anzubieten, um Lehrerinnen und Lehrer auch für dieses Thema weiter zu sensibilisieren. Wenngleich ich sagen muss, dass ich schon glaube, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer auch bei diesem Thema schon sehr, sehr fit sind. Mehr geht immer und auch Weiterbildung hilft. Aber grundsätzlich glaube ich, sind wir hier schon auf einem guten Weg. Super, genau. Die Förderung der menschenrechtsbezogenen Projektarbeit, dazu haben wir auch noch Fragen an Sie. Eine Möglichkeit, Rassismus, Antisemitismus und andere gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit effektiv vorzubeugen, ist das Gespräch mit Betroffenen oder ExpertInnen. Welche Möglichkeiten sehen Sie diesbezüglich, Projekte in den Bildungseinrichtungen des Landes und der freien Jugendarbeit zu ermöglichen, zu unterstützen und zu fördern? Wir haben ja über unser eigenes Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit viele, viele Träger, die insbesondere auch im Bereich der Sensibilisierung, Weiterbildung unterwegs sind. Auf dieses Landesprogramm setzen wir auch in Zukunft. Wir brauchen dieses. Und wir wollen auch insbesondere jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel beim Thema Bildung schaut, Projekte wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage fortsetzen. Das sind alles Anknüpfungspunkte, die sich quasi in der Jugendarbeit darum kümmern, gegen Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit an Schulen aktiv zu werden. Und solche Projekte werden auch in der freien Jugendarbeit vom Land unterstützt. Und das soll auch in Zukunft funktionieren oder weiter gefördert werden. Genauso wie wir sagen, dass wir das Bundesprogramm Demokratie leben, geht ja in eine ähnliche Richtung, auch als Land weiter gegenfinanzieren wollen, um die Mittel tatsächlich auch für die Projektarbeit in dem Bereich nutzen zu können. Welche Bildungsangebote zum Thema Menschenrechte im digitalen Raum würden Sie schaffen oder stärken, insbesondere bezogen auf den Umgang mit Hass und Hetze in sozialen Netzwerken? Der Umgang mit Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen für die nächsten 5 Jahre, wenn wir auf den Bereich von Antidiskriminierung schauen. Was sich dort entwickelt hat, lässt einen wirklich nur mit Sorge auf den Social-Media-Bereich schauen. Und wir müssen klar sagen, erstens, das Netz ist kein rechtsfreier Raum.
Gesetze, die wir auch im Alltag befolgen, müssen im Netz eingehalten werden. Und genau an dieser Stelle setzen ja auch zusätzliche Gesetzgebungen des Bundes an. Und das ist auch begrüßenswert. Sicherlich ist es so, dass wir insgesamt beim Thema Medienbildung, auch beim Thema Menschenrecht im digitalen Raum, noch als Land ein Stück weiter voranschreiten müssen. Einfach auch, um Menschen nochmal die Sicherheit zu geben, wie bewege ich mich in sozialen Netzwerken und vor allen Dingen, wie gehe ich auch mit negativen Kommentaren, mit Hass und Hetze um. Da gibt es aber schon eine ganze Anzahl von Projekten, die vom Land gefördert werden. Und im Rahmen auch der digitalen Agenda des Landes werden zum Beispiel Projekte finanziert, die gerade auch zum Beispiel Seniorinnen und Senioren helfen, den Weg in dieses digitale Zeitalter zu finden, um sie auch fit zu machen. Wie bewege ich mich dort und wie gehe ich auch mit negativen Erfahrungen an der Stelle um? Ja. Dann werde ich jetzt überleiten zum letzten großen Schwerpunkt, das mit dem Themenkomplex Diskriminierung. Die ersten Fragen beziehen sich auf die Sicherheit. Denn nicht erst seit dem furchtbaren antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle ist bekannt, dass die Straftaten im Feld der vorurteilsmotivierten Gewalt in Sachsen-Anhalt ansteigen. Unsere Fragen an Sie daher. Welche Maßnahmen müssen nach Auffassung Ihrer Partei ergriffen werden, damit alle Menschen in Sachsen-Anhalt ohne Angst vor rassistischen, religionsfeindlichen und anderen diskriminierenden Übergriffen sicher leben können? Der erste Schritt an dieser Stelle ist immer, Kompetenzen zu stärken, die die eigene Person anbetrifft. Und das bedeutet Bildungsarbeit. Bildungsarbeit im klassischen Sinne, aber auch das Bereitstellen von Kontaktmöglichkeiten unterschiedlicher Menschengruppen, um Diskriminierungen abzubauen. Ganz ehrlich, das Beste ist tatsächlich das gemeinsame diskriminierungsfreie Leben im Alltag, um auch tatsächlich zu schauen, wie viel Unterschiedlichkeit zwischen uns besteht, und es ist tatsächlich nur ganz, 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 ganz wenig. Das ist der erste Schritt. Aber natürlich müssen wir auch besondere Einrichtungen auch besonders schützen. Der Anschlag auf die Synagoge hat uns im Land gezeigt, dass wir insbesondere hinsichtlich der baulichen Sicherheit von Synagogen im Land etwas tun müssen. Und ich beziehe an dieser Stelle zum Beispiel aber auch die Gebetsräume und Moscheen für muslimische Menschen mit ein. An dieser Stelle müssen wir jeweils genau abwägen, welches Gefährdungspotenzial ist da, was kann baulich verändert werden. Mit den jüdischen Gemeinden gibt es bereits einen Vertrag mit dem Land und ich hoffe, dass wir an dieser Stelle auch mit den muslimischen Verbänden ins Gespräch kommen. Ein dritter Schritt ist dann in besonderen Situationen, auch das ist ja in der Synagoge erfolgt, muss es auch den besonderen Schutz durch Polizistinnen und Polizisten geben. Ich weiß allerdings auch von den Einrichtungen, dass die quasi der Schutz der Synagoge 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche von der dortigen Seite gar nicht als so notwendig betrachtet wird, aber in besonderen Situationen muss klar sein, dass der Staat auch seine Stärke zeigt und das über Polizistinnen und Polizisten. Damit das besser gelingt, sagen wir ganz deutlich, zur Sicherheit gehört auch, dass Sachsen-Anhalt mehr Polizeibeamtinnen und Beamte braucht, weil es nicht dazu führen darf und führen kann, so wie es der ehemalige Innenminister dargestellt hat, dass Polizistinnen und Polizisten durch die Bewachung an anderen Stellen abgezogen werden. Diese Aussage ist ein Bärendienst, wenn man sich um diskriminierungsfreien Umgang in Deutschland bemüht. Und deshalb müssen wir einfach die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in Sachsen-Anhalt erhöhen. Sie haben die Einrichtungen gerade schon angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal konkret sagen, wie können besonders gefährdete Einrichtungen wie Synagogen, Moscheen, aber auch Unterkünfte für geflüchtete Menschen und LGBTIQ-Treffpunkte dauerhaft und wirksam geschützt werden? Man muss tatsächlich immer dafür sorgen, dass diese Einrichtungen auch einen guten Draht zur Polizei haben, um tatsächlich auch besondere Gefährdungslagen einschätzen lassen zu können und von dort auch tatsächlich Unterstützung zu bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier auch eine Sensibilisierung auf der Polizeiseite nochmal vornehmen müssen, dass es solche besonderen Einrichtungen gibt, die oftmals und immer wieder auch Zielpunkt für Anschläge und für Übergriffe werden.
Neben der baulichen Ertüchtigung von einzelnen Gebäuden, zu dem das Land sich gerade beim Thema Synagogen auch verpflichtet hat, ich hoffe, wir kriegen das auch für die Moscheen und Gebetsräume hin, müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass unter besonderen Bedingungen und einer besonderen Gefährdungslage auch Polizei tatsächlich an diesen Einrichtungen präsent ist und damit auch den Schutz des Staates sicherstellen kann. Alles klar. Dann kommen wir zu den nächsten Fragen, die beziehen sich auf die flächendeckende Beratung und Unterstützung für Betroffene von Diskriminierung. Ein effektiver Diskriminierungsschutz braucht wohnortnahe, barrierefreie, unabhängige und professionelle Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen, die Diskriminierung erleben und ihr Recht auf Gleichbehandlung einfordern wollen. Viele dieser Angebote sind projektbasiert, decken nicht alle Diskriminierungsdimensionen ab und können aufgrund knapper Personalstellen den Bedarf nicht decken. Daher unsere Frage an Sie: Welche konkreten Ziele und Eckpunkte haben Sie für die Entwicklung der Beratungs- und Unterstützungsstruktur? Ein wichtiger Eckpunkt ist erst einmal, dass wir tatsächlich die Strukturen, die wir in Sachsen-Anhalt haben, auch weiterhin erhalten wollen und an einigen Stellen auch, weil Bedarf dahinter steckt, ausbauen wollen. So haben wir gerade im großen Bereich von LSBTQ eine neue Struktur der Beratung und auch des Angebotes, die wir weiter ausbauen müssen und auch wollen, weil es tatsächlich wichtig ist, dass queere Menschen Anlaufpunkte haben, um sich auch peer-to-peer beraten zu lassen. Genauso sieht es aus an anderen Stellen, die gerade die Beratung auch von geflüchteten Menschen anbetrifft. Wir setzen hier aber auch auf die weitere Unterstützung von Organisationen wie der LAMSA, die hier auch eine großartige Arbeit im Land vollzieht und tatsächlich auch geflüchteten Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Anlaufstelle und Beratungsstruktur ist. Deshalb ist es das Wesentliche, diese tatsächlich auch aufrechtzuerhalten und da, wo Bedarf ist, auch weiter auszubauen. Von der Projektbasiertheit werden wir wahrscheinlich nicht abweichen können, weil wir da tatsächlich innerhalb des Landeshaushaltes immer in der Verpflichtung sind, genau zu schauen, wie viele institutionelle Förderungen haben wir im Land und wie viele stehen quasi in Anführungsstrichen Schlange. Ich weiß, der Rand darauf ist immer besonders hoch. Aber ich glaube, auch im Rahmen von Projektförderung kann man etwas zur Entbürokratisierung und zur Vereinfachung für die Träger tun und auch dafür sorgen, dass es mehr Sicherheit für die Projektträger gibt. Ich glaube, das wäre schon ein richtiger Schritt und würde den Trägern wie auch den Menschen, die von den Beratungsangeboten profitieren, weiterhelfen. Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um die soziale, ökonomische und politische Chancengleichheit sowie Mitbestimmung zu verbessern? Ist ja ein ganz, ganz breites und großes Gebiet von Mitbestimmung und Chancengleichheit. Und deswegen will ich vielleicht nur ein paar Aspekte aufgreifen. Wichtig ist es für uns tatsächlich mit vielen, vielen kleinteiligen Maßnahmen Menschen Zugang zur Teilhabe zu ermöglichen. Und zwar unabhängig von von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem sozialen Status oder auch unabhängig von Geschlecht oder sexueller Identität. Das ist Aufgabe des Staates und da sehen wir uns auch in der Verantwortung. Was die politische Chancengleichheit zum Beispiel anbetrifft, so stehen wir in unserem Wahlprogramm dafür ein, die Möglichkeit für Nichtdeutsche, die aber hier eine lange Zeit in Sachsen-Anhalt wohnen, an dieser Stelle für ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene, auch für Nichtdeutsche, Nicht-EU-Bürger hier zu sorgen, die quasi aber, wie gesagt, schon lange in unseren Kommunen leben und damit auch die Chance haben sollen, mitzubestimmen, wie sich ihre Kommune entwickelt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Aspekt, der dazu beiträgt, auch an dieser Stelle für Integration zu sorgen. Und insgesamt, glaube ich, haben Parteien auch eine große Eigenverantwortung mit eigener Diversität, Vorbild zu sein für politisches Engagement von Menschen und ihnen auch Möglichkeit zu geben, sich zum Beispiel auch parteipolitisch zu engagieren, einerlei, woher sie kommen, welches Einkommen sie haben, welchen Bildungsabschluss sie haben oder welches Geschlecht sie haben. Sehr interessant auf jeden Fall.
Genau. Der nächste Fragenkomplex bezieht sich auf Frauenrechte. In Sachsen-Anhalt sind trotz aller Fortschritte noch zu viele Frauen Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Morde von Männern an Frauen sind sehr oft die Folge gesellschaftlicher Abwertung von Frauen in einem System. Femizide werden sie dann genannt. Polizeistatistiken erfassen Gewalt an Frauen jedoch nicht gesondert. In welcher Form möchten Sie konkret die Gleichstellung der Geschlechter in Sachsen-Anhalt verbessern, zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft oder in Entscheidungsgremien in Politik und Gesellschaft? Die SPD hat sich an vielen, vielen Stellen schon lange für die Quotierung ausgesprochen. Und solange wir tatsächlich keine geschlechtergerechte Besetzung von Führungspositionen und Entscheidungspositionen haben, ist das auch der richtige Weg. Deshalb stellt zum Beispiel meine Partei die Landtagswahlliste im paritätischen Wechsel auf. Also Mann, Frau, Frau, Mann, ohne quasi davon abzusehen, da Abweichungen vorzunehmen. Und auch in der Wirtschaft müssen wir es hinbekommen, so wie der Bund ja gerade auch in Gesetzen vorgibt, dafür zu sorgen, dass es insbesondere in den Vorständen Quotierungen gibt. Unternehmen, die für sich selber die Quote Zero, die Quote Null annehmen, müssen hier quasi auch politisch gezwungen werden, Frauen eine Chance zu geben. Und ich hoffe aber tatsächlich, dass ich habe selber zwei Töchter, dass wenn die groß sind, dieser Zwang nicht mehr notwendig ist und es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass unsere Gesellschaft 50-50 aufgestellt ist und es bedeutet, dass auch Frauen 50% der Macht haben wollen und zu 50% auch genauso an den Entscheidungen teilnehmen wollen. Beabsichtigen Sie für die Untersuchung von Femiziden in Polizei und Justiz bessere gesetzliche Grundlagen zu schaffen hinsichtlich Benennung, Untersuchung und Verhinderung derselben? Ist tatsächlich so, dass wir uns diesem besonderen Gewalttatenbereich der Femizide gesondert zuwenden müssen. Ich gebe zu, das ist schon der erste Punkt, dass man tatsächlich diese auch in der Statistik ausweist, dass man auch in der Polizei, bei den Polizeibeamtinnen und Beamten eine Sensibilisierung für den Bereich insgesamt der sexualisierten Gewalt erweckt. Dass es quasi zur Selbstverständlichkeit wird, dass Frauen, die sich dort melden, die Probleme mit häuslicher Gewalt haben, auch ernst genommen werden, wahrgenommen werden und dass daraus auch Handlung rekurriert. Ich glaube, in den letzten Jahren sind wir da schon gute Schritte vorangekommen. Es muss aber mehr passieren und ich glaube tatsächlich, dass wir hier auch über Sensibilisierung und statistisches Aufdecken des Feldes einiges erreichen können. Sie haben gerade schon über häusliche Gewalt gesprochen. Damit befasst sich auch unser nächster Fragenkomplex, und zwar dem Schutz vor häuslicher Gewalt. Die 2014er Istanbul-Konvention des Europarats gibt auch für Deutschland vor, dass unter anderem pro 10.000 EinwohnerInnen eine Schutzwohnung für Frauen und ihre Kinder zur Verfügung gestellt werden muss. Dies ist in Sachsen-Anhalt auch 2021 noch nicht ausreichend umgesetzt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, häuslicher Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Kinder, präventiv verstärkt entgegenzutreten? Auch an dieser Stelle setzen wir auf Aufklärung und öffentliche Wahrnehmung des Themas. Wir brauchen sowohl eine Sensibilisierung der Polizei, wie ich es eben gesagt habe, wir brauchen aber auch eine Sensibilisierung der Gesellschaft an sich. Einfach das aufmerksame Hinschauen von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, von Kindergärtnerinnen, Kindergärtnern, Lehrerinnen, Lehrern, die einfach an verschiedenen Stellen dann erkennen können, wo eine Problemlage vorliegt und Frauen damit auch quasi relativ frühzeitig vielleicht Hilfsangebote auch vermitteln zu können. Ich glaube, das gegenseitige Aufeinander achten und hinschauen ist hier ein wesentlicher Aspekt und das schaffen wir nur über eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung über das Thema. Wie kann Ihrer Meinung nach die Istanbul-Konvention des Europarates in Bezug auf Schutzwohnungen besser erfüllt werden?
An der Stelle möchte ich sagen, dass wir in den letzten Jahren ja auch immer sehr hart um die Finanzierung von Frauenhäusern, auch von Schutzwohnungen gestritten haben. Mittlerweile ist an dieser Stelle sicherlich noch nicht alles so, wie wir es uns wünschen, aber wir sind zumindest in einer Situation, dass die Frauenschutzhäuser aufrechterhalten werden und die auch Anlaufstellen sind. Wir müssen tatsächlich jetzt den Blick darauf wenden, wie sind die Schutzwohnungen oder auch die Frauenschutzhäuser aufgestellt? Sind sie flächendeckend genug vorhanden? Wenn nein, muss man hier tatsächlich nochmal in Überlegungen gehen, die Zahl auch aufzustocken. Wir brauchen aber gleichzeitig auch eine Absicherung des Fachpersonals, um tatsächlich Frauen und Kindern dort vor Ort die Beratung und Betreuung auch zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Dazu gehört im Übrigen auch Kinder, die von Gewalt bedroht sind, als eigene Opfergruppe wahrzunehmen und auch diese in die Beratung und in die Begleitung mit aktiv einzubeziehen. Wie können Betroffene von häuslicher Gewalt von Seiten der Regierung außerdem besser unterstützt werden? Beim Thema Istanbul-Konvention wissen wir, dass wir eine ganze Reihe noch vor uns haben und die geht ja insgesamt über den gesamten Bereich von Gewalt gegen Frauen. Wir wollen diese Istanbul-Konvention mit einer eigenen Konzeption untersetzen und daraus auch klare Handlungsanweisungen für das Land ableiten, die dann in der Realität und zwar in unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft auch umgesetzt werden müssen. Und all das fällt unter das große Stichwort Aufmerksamkeit erzielen, auch öffentlich über dieses Thema reden, damit es nicht tabuisiert wird und dadurch Frauen, die von Gewalt betroffen sind, in die Situation kommen, dass sie sich quasi nicht trauen, über ihre Situation zu berichten. Diesen Punkt müssen wir aufbrechen, damit wir an dieser Stelle nach vorn hinein Frauen signalisieren, du hast recht. Du hast Rechte, du musst die einsetzen und du wirst hier auch von staatlicher Seite unterstützt. Alles klar, dann sind wir damit am Ende unserer Fragen angekommen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Pehle, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei unserer Interviewaktion mitzumachen und Ihre Standpunkte und die Ihrer Partei und die Pläne für die kommende Legislaturperiode auch in Bezug auf menschenrechtlich relevante Themen mit uns darzulegen. Vielen Dank. Möchten Sie von Ihrer Seite aus noch eigene Worte richten an unsere ZuschauerInnen? Ein ganz kurzer Satz. Ich weiß, dass für Menschen, die sich für Menschenrechte interessieren, wahrscheinlich es auf der Hand liegt, welche Bedeutung Wahlen haben. Ich würde es aber trotz alledem nochmal betonen. Bei dieser Landtagswahl geht es tatsächlich um etwas, nämlich zum Beispiel auch um den Punkt, wie wir es in Sachsen-Anhalt mit der AfD halten. Der Einzug dieser völkischen rechtsnationalistischen Partei hat Sachsen-Anhalt sowohl im Innenverhältnis, aber auch im Außenverhältnis alles andere als gut getan. Und es ist auch nicht gut für die Politik und den politischen Diskurs in unserem Land. Deswegen hoffe ich nur auf diejenigen, die noch nicht genau wissen, ob sie zur Wahl gehen, dass sie sich auch dafür engagieren, dass wir es schaffen, das Bild von Sachsen-Anhalt, das die AfD auch zeichnet, zurückzudrängen, demokratische Parteien zu wählen und damit tatsächlich Sachsen-Anhalt auch in die Zukunft gut zu entwickeln. Und deswegen hoffe ich einfach nur, dass ganz viele, die sich das hier anschauen, tatsächlich auch zur Wahl gehen.